Hey, hallo, schön, dass du da bist. Wie letzte Woche angekündigt, gehe ich diese Woche nochmal kurz darauf ein, was bedeutet es, wenn wir unsere Geschenke, unsere Stärken, unsere Fähigkeiten, die wir durch unser Muster, durch unser Enneagrammmuster besonders in uns ausgeprägt haben, einsetzen. Und zwar einmal auf eine in Anführungszeichen gesunde Art und Weise. Und was passiert oder wie schaffen wir es, dass aus diesen Stärken, aus diesen Fähigkeiten, aus diesen Geschenken, wenn wir sie zu extensiv, zu intensiv nutzen, eine Schwäche wird? Und da habe ich das Ganze jetzt mal zusammen nochmal auf den Bildschirm gebracht, immer mit nur drei Fähigkeiten, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und da fangen wir mal hinten an bei unseren freundlichen Vermittlern. Die sind ja ungeheuer geduldig, ausgleichend und tolerant. Das sind ganz, ganz tolle Fähigkeiten. Wo wären wir in dieser Welt, wenn es auf dieser Welt diese Fähigkeiten nicht gäbe? Unsere Neun schafft es aber durch ihr Harmoniebedürfnis, super geduldig zu werden und vergisst darüber, ihre eigene Meinung zählen zu lassen und überhaupt erstmal zu finden. Sie ist so ausgleichend, was im Außen wunderschön ist, dass sie aber sich selbst drüber vergisst und dann teilweise eben auch nicht ins Tun kommt. Das Gleiche ist mit dem Tolerantsein. Ist was wunderschönes, ne? Also andere Menschen nehmen zu nehmen können, wie sie sind und. Aber sie schaffen es dadurch auch häufiger, dass halt quasi über ihre Bedürfnisse hinaus Dinge, Menschen mit ihnen Dinge tun, oder sie, man muss es so sagen, Dinge mit sich tun lassen von anderen Menschen, weil sie eben besonders tolerant sein wollen, weil sie besonders geduldig und ausgleichend sein wollen. Das heißt, das wird dann so schwammig, wenn es zu viel des Guten ist, ne? Sowohl für sie selber als auch, wenn sie keinen Standpunkt vertreten, der im Außen auch eine Orientierung wäre, wo ich denjenigen einordnen kann. Unsere willensstarken Anführer, die Achter, entscheidungsfreudig, die sind durchsetzungsfähig und führungsstark. Wo wären wir in dieser Welt, wenn es keine entscheidungsfreudigen, durchsetzungsfähigen und führungsstarken Menschen gäbe? Will ich aber ständig derjenige sein, der kontrolliert und entscheidungsfreudig und Entscheidungen trifft? Will ich derjenige sein oder bin ich automatisch derjenige, der sich meistens immer, wie auch immer, durchsetzt, weil es sich so vertraut und normal für mich anfühlt? Bin ich derjenige, der die Führung in die Hand nimmt, selbst in Momenten, wo andere vielleicht mehr Wissen haben in dem Bereich, in dem, wo um den es gerade geht. Aber ich das Gefühl habe, wenn ich die Führung nicht übernehme, dann geht hier alles schief. Also wenn ich dann zu viel rausgebe, ist es einmal für mich unangenehm, weil ich auf Dauer eben dann alleine dastehe auf gewisser Ebene, und es ist auch für andere unangenehm. Und es werden eben auch dann teilweise eventuell Entscheidungen getroffen, die hätten anders getroffen werden können, hätte ich mal zugelassen, dass ich in dem Fall nicht derjenige bin oder diejenige, die entscheidet. Unsere lebensfrohen Optimisten, die Siebener, unglaublich ideenreich, unglaublich optimistisch und sehr, sehr, sehr spontan. Wenn ich Ideen habe, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, wenn ich zu sehr im Kopf bin, und dann verliere ich da einerseits die Energie. Und wo wären wir in dieser Welt, wenn wir keine ideenreichen, spontanen und optimistischen Menschen hätten? Wenn ich aber ständig eine neue Idee reinschmeiße, ohne dass die andere irgendwie weitergedacht ist oder die andere Idee angefangen wurde durchzuführen, oder ständig spontan von hier nach da hüpfe oder nur optimistisch in die Welt schaue. Alles so tolle Geschenke. Zu viel wird dann wieder zu einer Schwäche, weil allein das und das im Übermaß sehr anstrengend wird, sowohl für dich selber als auch für die anderen Menschen, und purer Optimismus einfach auch hier in dieser Welt zu viel ist, weil wir Gefahren, weil wir bestimmte Szenarien und bestimmte Gefühle vor allem eben auch mit
einberechnen sollten, wenn wir etwas tun. Unsere liberalen Skeptiker hinterfragen, 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 gehen, sind präventiv, schauen uns im Vorfeld, was passieren kann und wägen halt auch ab. Wo wären wir in dieser Welt, wenn wir diese Fähigkeiten in dieser Welt nicht hätten? Wenn ich aber ständig hinterfrage und dadurch nicht ins Tun komme, wenn ich ständig nur schaue, dass ich Vorsichtsmaßnahmen ergreife, bevor ich überhaupt ins Tun komme, und wenn ich ständig abwäge, soll ich nicht, plus dafür, dagegen und eben dadurch nicht ins Tun komme, wird es dann irgendwann von wunderschönen Stärken zu einer zu Schwächen. Unsere beobachtenden Denker, die analytisch sind, objektiv und zurückhaltend. Wo wären wir in dieser Welt, wenn wir keine analytischen, objektiven und auch mal zurückhaltenden Menschen hätten? Allerdings, man merkt das schon so ein bisschen, ne, wenn man das liest oder wenn ihr das hört vielleicht, immer nur analytisch, immer nur im Kopf, da verpasse ich ganz viel von der Welt. Immer nur objektiv und ich nehm mich selber nicht mit, nehme selber nicht persönlich teil an bestimmten Dingen und ziehe mich selber als Persönlichkeit subjektiv mit in Situationen hinein und halte mich so sehr zurück, dass ich zwischendurch irgendwie fast gar nicht anwesend bin, dann wird eben all das, was eigentlich meine Stärke ist, eben von dem zu viel der Stärke auch zu einer Schwäche. Unsere ausdrucksstarken Individualisten, sehr emotional, sensitiv und immer anders als die anderen. In was für einer Welt würden wir leben, wenn wir nicht emotionale, sensitive Menschen hätten, die nicht den Einheitsbrei machen, wie jeder andere macht? Das heißt, diese Geschenke sind wunderschön, weil es um die Emotionen geht, weil es darum geht, die Welt bunter zu machen. Wenn ich mich aber in meinen Emotionen verstricke, wenn ich in meine Bedürftigkeiten verfalle, weil ich eben ganz, ganz, ganz stark sensitiv bin oder werde, und wenn ich ständig versuche, mich abzugrenzen, um anders zu sein, dann kippt es halt eben von der Stärke zur Schwäche. Unsere dynamischen Erfolgsmenschen, ehrgeizig, wettbewerbsorientiert und imagebewusst. Alles drei wunderschöne Fähigkeiten. Ehrgeiz hat immer was mit Fortschritt zu tun, ne? Wettbewerbsorientiert hat auch was mit Fortschritt zu tun. Wo wären wir in dieser Welt, wenn wir diese Fähigkeiten nicht hätten? Bin ich aber über-ehrgeizig? Versuche ich ständig zu sehr besser, höher, weiter zu sein als der andere und achte zu sehr darauf, dass die Dinge gut aussehen, sieht man ja teilweise auch in der Welt, wo wir dann eben landen können. Also ist aus diesen wunderschönen Fähigkeiten kommt beim zu viel eine Schwäche geworden. Unsere wohlmeinenden Helfer. Herzlich, aufopferungsvoll und unterstützend. Wo wären wir in dieser Welt, wenn wir keine herzlichen, aufopferungsvollen und unterstützenden Menschen hätten? Das heißt, es sind wunderschöne Fähigkeiten, die unsere Zweier in diese Welt bringen. Bin ich aber zu herzlich, kann es auch mal zu überbordend werden. Bin ich zu aufopferungsvoll, also gebe ich ganz, ganz viel von meiner Stärke raus, verliere ich mich selber, verliere an Kraft und damit kann ich anderen auch wieder nicht weiterhelfen. Bei der Unterstützung genau das Gleiche. Das heißt, auch hier von diesen wunderschönen Fähigkeiten zu viel angewandt, landen wir in einer Schwäche. Zu guter Letzt unsere gewissenhaften Reformer, gründlich, werteorientiert und diszipliniert. Gründlichkeit ist so wichtig in ganz vielen Ecken dieser Erde, in diesem irdischen Leben. Gehört ja zum Optimieren dazu, gründlich zu sein, ne? Sonst werden Dinge ja nicht besser. Werteorientiertheit, ganz, ganz wichtig. Wenn ich den Wert habe, keine Tiere zu essen, ist es ein ganz toller Wert. Wenn ich aber so werteorientiert bin, weil ich mit dir nicht mehr rede, nur weil du jetzt gerade in ein Stück Käse gebissen hast, wird es halt grenzwertig.
Für mich, weil es mich unendlich viel Energie kostet, wenn ich so reagiere, und für dich, wenn ich in Interaktion mit dir bin. Das Gleiche mit der Diszipliniertheit, das ist so ein bisschen wieder der Ehrgeiz bei der 3 auch, ne? Dass dieses diszipliniert an einem Projekt von A bis Z dran zu bleiben, und nicht nicht von jetzt auf gleich etwas haben zu wollen, sondern auch mal abwarten zu können und dran zu bleiben. Wunderschön. Zu viel davon kostet unglaublich Energie. Das heißt, zu gründlich, zu werteorientiert und zu diszipliniert kippt rüber in Richtung Schwäche. Und gleichzeitig geht es eben genau auch andersrum. Irgendwann auf unserer Reise kann es so sein, dass wir merken, oh Mist, das ist eine Schwäche, ich darf das gar nicht mehr anwenden. Das sind so die Momente, wo im Energrammbereich ganz viele Menschen sagen, oh, das ist Teil meines Egos und ich muss mein Ego loswerden und ich will es nicht mehr haben. Das ist Quatsch. Wir leben hier mit diesem Fleischklöpschen, wir sind inkarniert, leben in einer dualen Welt zum Angreifen. Und da ist halt eben, wenn wir eine Fähigkeit haben, wir müssen das nicht loswerden. Also all das, wir jetzt bei zu viel an Schwäche haben, herzunehmen und die Grundfähigkeit uns anzugucken, was steckt dahinter? Und dann sehe ich, ah, das Geschenk liegt dahinter und kann es auch in einem positiven Blickwinkel sehen. Und wir werden unsere Muster im Leben nie komplett los. Und ganz wichtig, aus meiner Sicht, die auch in die Welt zu bringen, die haben wir nicht umsonst bekommen. Nur da eben zu gucken, dass ich das ausbalanciert mache. Das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie jedes Mal über ein Gefällt mir. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über das Enneagramm und ähnliche Dinge, dann abonniere super gerne meinen Kanal. Nächste Woche geht's mit der praktischen Anwendung von dem Enneagramm weiter. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Liebe. Deine Kirsten.